Jesus wirklich einen Applaus geben. Was krasse ist, ich habe mir vorher überlegt, ich habe ihn Jesus noch nie gesehen. Noch nie. Also vielleicht du, 1:1, live. Aber er hat mein Leben mehr verändert als jeder andere Mensch, den ich gesehen habe. Und deswegen lass uns noch Jesus nochmals einen Applaus geben und ihm Danke sagen. Jesus, es ist wunderbar. Es kommt der Zeitpunkt, wo wir ihn mal sehen werden. Das ist wunderbar. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Danke für Worship und für den Worship und alles, was wir jetzt bereits schon erlebt haben. Ich wünsche dir eine Begegnung mit Gott heute. Und dass du eine Begegnung mit Gott machst, ist vielleicht diese Message genau das Richtige für dich, die jetzt kommen wird. Und wir haben einen jungen Guest Speaker bei uns. Und auch ihn wollen wir mit einem tosenden Applaus begrüßen und auch unsere Location in Ulm und Heilbronn zuallererst. Wir lieben euch sehr und wir schätzen euch und sagen euch ein großes Hallo von Stuttgart an diesem Tag. Come on, lasst uns ihnen einen Applaus geben. Und jetzt Daniel, come on stage. Er ist jung, frisch, knackig, voller Tatendrang und er wird uns heute das Evangelium weitergeben und mehr erzählen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Daniel. Wirklich gut, wirklich schön. Du bist ja ein Kind von, ihr seid zu sechs zu Hause, hast fünf Geschwister. Hört ihr das auch? Das ist spannend, gell? Sehr spannend. Ich möchte dich ein bisschen fragen, weil es geht ja heute auch um Beziehungen und kreativ zu sein in Beziehungen. Worüber habt ihr euch gestritten als Familie? Du hast ja schon angekündigt, dass eine lustige Frage kommt, aber die feiere ich. Weil es echt eigentlich mit Kreativität zu tun hat, wie mir auffällt. Wir waren richtig kreativ, wenn es darum ging, das Essen zu markieren, das beste Essen, was wir für uns haben wollten. Weil mit sechs Kindern um den Tisch gibt es einfach einen gewissen Futterneid, wie man das im Schwabenländle sagen würde. Und ich war da ganz vorne mit dabei. Ich war da ein richtiger kleiner Gierschlund. Aber Gott ist gnädig und er... Essen markieren, wie habt ihr das gemacht? Ganz praktisch. Bitte? Wie habt ihr das gemacht? Essen markiert. Abgeschleckt, wenn Mama nicht hingeguckt hat. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob die das weiß. Also wenn ihr das ein bisschen genauer wissen wollt, geht nachher nochmals auf Daniel zu. Also Essen markieren, sodass du zu deinem besten Stück kommst. Yeah. Das ist auch kreativ, ja doch. Du hast ja einen Weg gewählt, du bist Ingenieur, du hast einen festen Job gehabt und dann hast du diesen Job verlassen als junger Mann, obwohl du gute Karriereaussichten gehabt hast. Und du hast gesagt, ich dürfe das so sagen, du bist Missionar heute. Wie kommst du darauf? Was ist die Motivation, das zu tun? Weil viele denken wahrscheinlich, der ist verrückt, Festanstellung, so guten Job und geht da irgendwo hin, um Jesus bekannt zu machen. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist deine Motivation? Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen verrückt. Und meine Arbeitskollegen und viele Leute haben mich auch angeschaut mit genau so einem Blick. Ich hatte ursprünglich, als ich aufgehört habe, als ich eine Pause eingelegt habe bei meiner Arbeitsstelle, da ging es mir im ersten Moment, hatte ich Mission noch gar nicht so arg auf dem Schirm, sondern ich hatte einfach das Bedürfnis auf dem Herzen, meine Beziehung mit Gott auszubauen, weil ich wusste, mir fehlt was. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir diesen Frust zugelassen hat, dass ich mich nicht zufrieden geben konnte mit einer halben Sache, sondern dass er mir eine Bereitschaft gegeben hat, sogar diesen Job und alles, was ich hier so hatte, aufzugeben, um für ein halbes Jahr wegzugehen, um die Bibelschule zu machen, ohne genau zu wissen, was danach kommt. Und während dieser Zeit habe ich ihn so kennengelernt als so einen liebenden Vater, als so einen vertrauenswürdigen Gott, dass als er mich dann gefragt hat, ob ich doch bitte den Job kündigen würde und für den größeren Teil meines Lebens, wie lange das dann auch immer sein wird, als Missionar irgendwo in der Welt rumzutingeln, war das eigentlich gar keine große Frage mehr, weil ich ihn als diesen vertrauenswürdigen Gott kennengelernt habe. Okay, passt auf, wenn Gott euch mal fragt, gell, dann kann es ja lebensverändernde Konsequenzen haben. Dein Leben sieht ein bisschen anders aus. Würde mich wundernehmen, wie so ein normaler Tag von einem Missionar aussieht. Oder gibt es das gar nicht, einen normalen Tag? Nee, normale Tage gibt es eigentlich nicht. Interessanterweise sind die echt sehr unterschiedlich, weil ich aktuell im Südwesten Frankreichs lebe, auf einer Base von Jugend mit einer Mission. Dort habe ich selbst so eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und aktuell brennt mein Herz dafür, anderen Menschen, jungen Menschen auch die Möglichkeit zu bieten. Das heißt, ich arbeite dort mit, wir ermöglichen es anderen Leuten, so eine Bibelschule dort zu machen. Wir begleiten die im Alltag, wir unterstützen die, wir kämpfen mit denen, wir beten für die, wir organisieren das ganze Organisatorische drumherum. Wir nehmen die dann auch immer auf Missionseinsätze,
hauptsächlich in den Nahen Osten für mich. Und währenddessen gehe ich immer regelmäßig in den Nahen Osten zurzeit, weil über die Zeit und ja, Gott mir dann Bereiche in meinem Herz gezeigt hat, den ich vorher nicht kannte. Und der ist einfach so krass, da hat Gott so krass mein Herz verändert für die Menschen, für die Kultur im Nahen Osten. Menschen, die Gott genauso liebt wie dich und mich. Ja, wo er einfach gesagt hat, wir können hier nicht länger still sitzen. Ich möchte, dass du gehst. Und wenn wir dort sind, sieht es ganz anders aus. Da empfangen wir Teams aus aller Welt, die das gleiche Ziel haben. Und wir sind da in einem Land, wo bisher noch fast keine Leute von Jugend mit einer Mission was machen. Das heißt, das ist ziemlich Chaos. Und das liebe ich. Ich liebe Chaos. Wow, okay. Also er ist ein abenteuerlustiger junger Mann. Und er hat viel zu sagen. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, nachher geht einfach auf ihn zu. Es ist toll, dass wir dich haben. Wir werden bald gleich mehr hören von dir. Und jetzt hast du die Möglichkeit, auch hier ein paar Leute zu fragen, die du vielleicht noch nicht kennst. Wir nennen das Family Time, weil wir sind eine geistige Familie. Stehen kurz auf für 2 Minuten, reden kurz mit Menschen, die wir noch nicht kennen und lernen sie kennen. Stellt Fragen und fühlt euch einfach ganz frei, das jetzt zu tun. Gleich jetzt, steht mal alle auf. Genau, schaut mal, wen ihr noch nicht kennt und dann redet miteinander. Herzlich willkommen. Ich fühle mich richtig professionell, wenn ich hier so von hinter der Bühne vorkomme. Ich möchte euch auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich richtig, euch zu sehen, auch wenn die Gegenstrahlung hier das ein bisschen schwieriger macht. Ich möchte auch ganz herzlich nochmal die ICF Campuses in Heilbronn und in Ulm begrüßen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Genau, wir befinden uns hier im ICF aktuell in einer Serie über Beziehungen. Beziehungen, let's talk about. Und heute wird es gehen um Kreativität.
Bei Kreativität denke ich an alle möglichen Dinge. Da denke ich an Farben, da denke ich an Kunst, an Musik, an einige Dinge, die, von denen ich denke, dass ich sie gar nicht so gut kann, wie malen und so. Und in Bezug auf Beziehung ist mir da eigentlich irgendwie am Anfang gar keine so eine krasse Brücke gekommen. Ich habe eher so gedacht, boah, was kann man sich denn ausdenken, was man in Beziehungen noch besser machen kann? Wie kann man da kreativ sein? Wie kann man da neue Ideen haben? Und wir wollen uns fragen, wie können wir lebendige Beziehungen gestalten? Dazu soll diese Kreativität ja führen. Und ich denke, diese Fragen sind, die ist richtig wichtig, weil Beziehungen essentiell sind in unserem Leben. Jeden Tag sind wir in Beziehungen involviert. Wir haben so viele Menschen um uns herum, die verschiedenartigsten Beziehungen in unseren Familien, Freundeskreisen, in unserer Gemeinde, am Arbeitsplatz. Und in quasi jedem Bereich sind diese Beziehungen präsent. Und ich finde es so eindrücklich, dass wenn Beziehungen funktionieren, dann haben wir da eine Fülle an Leben. Dann haben wir Freude, dann haben wir Sicherheit, da erleben wir so viele geniale Sachen, die Gott sich ausgedacht hat. Wenn Beziehung aber leidet, wenn da was in die Brüche geht oder wenn Beziehung gar ganz fehlt, dann hat es so viel Potenzial für Schmerz und für Einsamkeit. Und ich denke, wir haben das alle schon mal erlebt, diese Spannung. Und deshalb wollen wir uns heute fragen, vielleicht sogar leidenschaftlich und vielleicht sogar ein klein wenig hoffnungslos, fragen wir uns manchmal, wie können wir lebendige Beziehungen überhaupt gestalten? Deshalb finde ich es gut, dass wir darüber sprechen. Und ich finde es gut, dass es Gott am Herzen liegt, dass unsere Beziehungen gelingen. Davon bin ich nämlich überzeugt. Und deshalb möchte ich ihn einladen, dass er heute zu uns spricht. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du heute hier bist. Und wir glauben, dass du möchtest, dass unsere Beziehungen gelingen. Und deshalb möchte ich dich darum bitten, dass es nicht nur Worte sind, die aus meinem Kopf kommen, sondern dass du heute zu jedem Einzelnen sprichst. Und wir möchten wirklich jeder Einzelne von uns aktiv dazu entscheiden, dir zuzuhören heute Morgen. Sei du willkommen. Amen. Genau. Wir vergleichen in dieser Serie jedes Thema mit einem Raum aus einem Haus. Und da wurde mir so pep die Küche zugeordnet. Und wer mich kennt, der schmunzelt jetzt, weil meine Familie oder Freunde, die mich ein bisschen näher kennen, die halten mich manchmal für genial, manchmal für verrückt, wenn sie mir beim Kochen zuschauen, weil ich dann ein bisschen am Rad drehe, weil ich es einfach total lieb, crazy Sachen beim Kochen zu machen. Ich koche eigentlich nie nach Rezept. Ich liebe es stundenlang, mich in einem Einkaufsladen aufzuhalten und irgendwelche Sachen anzugucken, zu kochen, gemeinsam zu essen. Das ist voll mein Ding. Und deshalb finde ich, passt es so gut, weil in der Küche, da gibt es Leben, da gibt es Freude, da gibt es Farbe, da gibt es Kreativität. Und ich habe es schon angedeutet, dadurch, dass ich so ein bisschen Spiel fürs Kochen habe, schaue ich auch ab und zu mal einem Chefkoch wie dem Gordon Ramsay zu. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Auf persönlicher Ebene trifft er nicht immer ganz ins Grüne, aber er ist ein genialer Koch. Der kombiniert enormes Fachwissen mit einer unglaublichen Kreativität. Es macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Und dann stolpert man auch schon mal über die Show Kitchen Nightmares. Und ich habe erst kürzlich welche angeschaut, da wusste ich noch nicht mal das Thema von der Predigt. Und mir ist so aufgefallen, eine Sache, die auch schon zum ersten Teil jetzt in der Predigt werden wird. Und das fängt damit an, dass es in dieser Serie Kitchen Nightmares im Prinzip eigentlich immer das gleiche Prinzip abläuft. Da gibt es Restaurantbesitzer oder Köche, die seit Jahren ihre Profession nachgehen und die kommen dann und die wollen diesen Chefkoch beeindrucken. Und die versuchen, das Beste aus dem Hut zu zaubern, was sie haben können. Die haben
enorme Ideen und machen da Mords des Tamtam und versuchen das Beste zu präsentieren. Und die allermeisten scheitern an den Grundlagen. Der eine serviert rohes Fleisch, der nächste vergisst komplettes Salz. Fisch wird zu Tode gebraten oder Gemüse zu Brei gekocht, bis man es mit dem Löffel essen muss. Dinge, die für einen Chefkoch einfach überhaupt nicht gehen. Und es drängt sich für mich auf, Kochen ist eine Kunst. Und eine Kunst will gelernt sein. Wir kommen da um die Grundlagen nicht herum. Und in der Show ist es ganz unterhaltsam. Es geht gründlich schief, alle lachen. In unseren Beziehungen ist es aber nicht so. Da ist es nicht lustig, wenn es schief geht. Und wir haben das doch alle schon erlebt. Und manchmal sind Beziehungen wie ein Minenfeld, so kann sich das anfühlen. Wie schnell greifen wir oder auch andere so richtig gründlich daneben? Und wir sind fast täglich in Beziehungen involviert und oftmals auch massiv herausgefordert. Und wir sehen, nicht nur Kochen, sondern auch Beziehungen sind eine Kunst. Ich denke, die Erfahrung machen wir alle immer wieder. Und so eine Kunst zu meistern, das ist nicht simpel. Und vielleicht fragst du dich jetzt schon, wie komme ich aus der Herausforderung heraus? Jesus kennt unsere Tendenz und er spricht es einmal ganz konkret an. In Lukas 27, Vers 38 lehrt er darüber, generell, wie wir miteinander umgehen sollen. Und auch speziell fasst er das dann nochmal zusammen. In Lukas 6, Vers 42 sagt Jesus, wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Die meisten von uns werden die Stelle kennen, die ist viel zitiert und bekannt. Im Grunde sagt Jesus nichts anderes als, wenn es ums Thema Beziehungen geht, dann bist du am Zug. Dann bist du der Koch. Das ist deine Verantwortung. Und das ist das Erste, was ich heute Morgen festhalten möchte. Du bist am Zug. Der Ball ist in deiner Hälfte, wenn es um Beziehungen geht. Direkt im Anschluss bestätigt Jesus was, was wir in Bezug aufs Kochen schon festgestellt haben. Nämlich fährt er folgendermaßen fort, in Lukas 6, Vers 43. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbüschen kann man keine Feigen pflücken und von Gestrüpp keine Weintrauben. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, davon, das spricht der Mund aus. Was Jesus hier sagt ist, wir müssen an den Grundlagen arbeiten. Wir kommen nicht ans Ziel durch oberflächlichen Fake. Wenn wir schöne Früchte hervorbringen wollen und schöne Früchte und schöne Beziehungen heranreifen sehen wollen, dann kommen wir um die Grundlagen nicht herum. Und wir müssen an den Wurzeln arbeiten. Ein paar ausgefallene Ideen, die tun es da nicht. Und ich möchte dieses Prinzip mit Leben füllen, durch eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Und die ist recht persönlich und ich werde mir da auch ein bisschen Zeit für nehmen. Aber ich denke, dass das, ich möchte heute Morgen nicht nur theoretisch philosophieren. Ich habe den Eindruck, dass Gott hier einen Punkt machen will. Und deshalb möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Eine reale Geschichte mit realen Menschen. Da gab es eine Person in meinem Leben, die hat mich sehr herausgefordert. Deren Worte und Taten, die haben mich verletzt. Und die stand mir eigentlich nahe, die Person. Sogar die Blicke haben mich verletzt. Denn ich hatte den Eindruck, ich bin nicht genug für die Person. Ich habe mich verurteilt gefühlt.
Und ich wollte natürlich offen sein, ich wollte Beziehung bauen, habe mich aber zurückgezogen. Aus Unsicherheit, aus Angst, verletzt zu werden. Und ein bisschen Stolz war auch dabei. Was bildet sich die Person eigentlich ein? Was denkt sie sich eigentlich, wer die ist? Und ich habe da nach einem ziemlich menschlichen Muster reagiert. Und statt Beziehung zu bauen, wie ich das eigentlich wollte, habe ich eine Mauer gebaut. Eine Mauer zwischen mir und der anderen Person. Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe Gott um Hilfe gefragt. Und was er gemacht hat, ist, er hat mir eine verfaulte Wurzel in meinem Leben gezeigt. Ich habe realisieren dürfen, das Problem liegt tiefer als diese oberflächliche Problematik, die sich so auf den ersten Blick darstellt. Da gab es in meinem Leben Lügen der Wertlosigkeit und des Abgelehntseins. Er hat mich sensibilisiert dafür, dass hier was in den Grundlagen nicht stimmt. Das hatte sich über Jahre eingeschlichen. Das war mir gar nicht so bewusst. Gegenüber Gott und Menschen habe ich das empfunden. Und das hing zusammen damit, wie ich in dieser Beziehung reagiert habe. Und das war dann im ersten Moment Schrecken und Segen zugleich. Denn zum einen, an dieser Grundlage zu arbeiten, ist richtig harte Arbeit. Das kostet Ehrlichkeit mir selber gegenüber. Mut, Energie, Hingabe. Aber es ist auch der Weg zu echter Freiheit in unseren Beziehungen. Und ich verrate euch, wie es ausging. Durch verschiedene Geschichten in der Bibel über das Volk Israel und wie Gott Beziehungen baut und leben will mit seinem Volk und durch einzelne Erzählungen über Personen wie den Gideon, die ich in der Bibel gelesen habe, und durch Gottes persönliche Reden zu mir, hat er mir eine Sache neu klar gemacht, auf einem neuen Level offenbart: Ich bin genug in Gottes Augen. Klingt jetzt zunächst nicht unglaublich verbunden mit der Thematik, die ich beschrieben habe, mit diesem Problem mit der Person. Aber diese Wahrheit fing an, die Lügen zu ersetzen. Das Thema beschäftigt mich bis heute, ich bin damit nicht durch und das werde ich wahrscheinlich mit ins Grab nehmen. Da werde ich langsam dran wachsen, das löst sich nicht auf einen Schlag, aber schon die ersten Erkenntnisse daran haben wie eine neue Grundlage geschaffen, auf der ich reagieren konnte. Ich muss mich nicht vor Gott beweisen, durfte ich lernen. Ich muss mich also auch nicht vor der anderen Person beweisen. Das hat mir eine unglaubliche Freiheit gegeben, diese Angst und diesen Stolz beiseite zu legen. Und ich hatte die Freiheit, den Fokus auf die andere Person zu richten, zu fragen, hey, wie kann ich dich gerade in der Situation lieben? Ohne Bedingung, so wie Gott es doch auch mit mir tut. Und ich habe dann angefangen, verschiedene Dinge sogar zu sehen, die bei mir eigentlich nicht so ganz richtig liefen. Ich hatte dann die Freiheit, dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte mich demütigen, ich möchte mich bei dir entschuldigen für die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Das waren teilweise Kleinigkeiten, aber das war einfach der Schritt, den ich in dem Moment tun konnte, aus dieser neuen Perspektive heraus. Und ich habe diese Person ganz neu kennengelernt. Wir konnten den Grundstein legen für das, was wir heute haben. Wir sind gute Freunde. Diese Beziehung gibt mir Leben und gibt mir Sicherheit im Alltag. Wir haben eine lebendige Beziehung. Ich hatte Gott um Hilfe gebeten. Ich hatte was anderes erwartet, aber er hat mich an die Grundlagen geführt, an die Wurzeln. Und er hat dadurch angefangen, gewaltige Mauern einzureißen in meinem Leben. In Bezug auf die eine Beziehung, aber weiter darüber hinaus. Das spiegelt sich in den verschiedensten Bereichen und Beziehungen wider. Wollen wir das nicht alle? Wollen wir nicht echte Gemeinschaft? Lebendige Beziehungen statt Mauern? Ich möchte uns dazu herausfordern, uns darauf einzulassen, mit Gott an unseren Grundlagen zu arbeiten. Von diesen oberflächlichen Problemen, die nicht unwichtig sind, die wirklich real sind und die wichtig sind und die Gott auch wichtig sind,
aber von denen wir manchmal wegschauen müssen und wo wir Gott erlauben müssen, an den Grundlagen zu arbeiten. Dafür gibt es keinen zu jung, zu alt, dafür muss man nicht in einer bestimmten Lebensform oder Phase sein. Ich bin so beeindruckt von meinen Eltern, die haben mir das erst jetzt in diesem letzten Jahr wieder gezeigt. Die haben sich ganz neu individuell darauf eingelassen, mit Gott eine Schicht tiefer zu graben und persönliche Struggles und Verletzungen anzugehen. Und es hat sich so ausgewirkt, ich habe das so gesehen, wie das Leben gebracht hat in ihre Ehe und in die Beziehung zu uns Kindern. Das ist unglaublich. Die sind mir da ein richtiges Vorbild. Und diesen Gedanken möchte ich um eine entscheidende Komponente jetzt erweitern. Und da geht es jetzt richtig ab. Da kommt jetzt Leben, da kommt jetzt Farbe, da sprechen wir jetzt über Kreativität. Denn schon diese persönliche Geschichte deutet was an. Und das ist, dass uns da in der Bibel was geradezu anspringt, wenn wir die konsequent lesen. Nämlich, dass wir in diesen Beziehungen nicht allein sind. Dass wir in diesen Herausforderungen nicht allein sind. Gott ist unser Chefkoch. Ich möchte in die Küche zurückkehren. Gott ist unser Chefkoch. Er gibt uns die Verantwortung für gewisse Dinge, für unser Leben, für die Beziehungen um uns herum, für die Menschen, selbst zu kochen und zu gestalten. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Er ist allmächtig. Er hat das unbegrenzte Fachwissen. Er hat unbegrenzte Kreativität. Das ist in seinem Wesen. Er hat keine Limits. Und viele von uns hier im Raum kennen diesen großartigen Chefkoch, kennen diesen großartigen Gott persönlich. Aber was mir im Alltag oft entgeht, ist, er ist da. Er ist nicht nur da, er ist wirklich da. Er möchte mit uns kochen. Das klingt absurd, aber ich liebe das Bild. Der hat uns nicht einfach nur ein Kochbuch hingeknallt und hat gesagt, schau, wo du bleibst. Steht doch alles drin. Er ist mit uns. Er will mit uns kochen. Er will mit uns unser Leben, unsere Beziehungen gestalten. Das hört sich so basic an. Aber da entsteht Kreativität, wenn wir das in Anspruch nehmen. Und woher weiß ich, dass es so ist? Der gesamte Handlungsstrang in der Bibel, angefangen bei der Schöpfung, zeugt davon, dass Gott mit uns ist. Und am krassesten sehe ich das im Leben von diesem historischen Menschen Jesus. Im Hebräerbrief lesen wir nämlich, dass Jesus herausgefordert war mit all den gleichen Versuchungen, die wir erleben. Er hat sich auf diese Erde begeben, er ist völlig Mensch geworden. Er war also genauso herausgefordert in jedem Bereich seines Lebens und damit auch in seinen Beziehungen. Und er lebt uns was ganz Wichtiges vor. Und das ist diese dauerhafte Verbindung mit dem Vater. Egal ob im Höhepunkt seines Erfolgs oder in seiner schlimmsten Stunde der Einsamkeit. Immer und immer wieder sucht er das Zwiegespräch mit dem Vater. Damit hört er nie auf, da macht er keine Pause. Das ist die erste Priorität. Ich habe zur Vorbereitung von der Predigt einfach mal nochmal das Lukas-Evangelium gelesen, um das zu reflektieren mit den Fragestellungen, die ich hatte. Und Jesus beeindruckt mich fast in jeder Interaktion mit den verschiedensten Menschen mit einer unglaublichen Kreativität. Wir sehen, wie er reagiert. Manchmal tritt er ganz forsch auf und sagt den Leuten ganz klar, so geht's und so geht's nicht. Manchmal sagt er gar nichts und hat einfach nur Mitgefühl, steht einfach mit den Menschen. Der weiß, was die brauchen. Der weiß, was jeder Einzelne braucht und begegnet ihm da mit Liebe und Weisheit in unglaublicher Kreativität. Wie macht er das? Wie konnte er das schaffen? Er sagt selbst in Johannes 5 über sich, auf diese Anschuldigungen der führenden Juden entgegnete Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Er spricht hier von sich selber. Sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht.
Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Er war also völlig Mensch. Und er schöpft diese beeindruckende Power und Kreativität direkt aus seiner lebendigen Beziehung mit Gott, dem Vater. Wir haben denselben Vater. Wir haben dieselbe Quelle unbegrenzter Kreativität. Die Frage ist, ob wir die in Anspruch nehmen. Und wir sehen, dass wir das auch haben und nicht nur Jesus. Denn in Johannes 14, Vers 15 lesen wir, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er die Erde verlässt. Da sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr. Ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott selbst möchte uns lehren. Er selbst steht uns im Alltag zur Verfügung. Er, der Schöpfer des Universums, unser Schöpfer, der Erfinder von Beziehung, die unendliche Quelle der Kreativität. Er möchte gemeinsam mit uns unsere Beziehungen gestalten. Wie dieser Chefkoch, der mit Geduld und Liebe hinter uns steht und uns machen lässt und der sich einladen lässt, von uns zu profitieren, von all dem Guten, was er bringen kann und was er bringen möchte. Das macht mir Mut für meine Beziehungen, Leute. Das macht mir Mut, weil ich weiß, alleine könnte ich es nicht. Und ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment in dieser Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Und als ich da Gott um Hilfe bat und der Heilige Geist mit leiser Stimme sagte, widme dich der Lüge der Ablehnung. Ich wusste von der Lüge nichts. Das war mir nicht bewusst. Ich hatte einen blinden Fleck dafür. Das war also die Kreativität des Heiligen Geistes am Werk. Ganz live, ganz real. Ganz simpel. Überhaupt nichts Kompliziertes. Das war, einmal habe ich mich hingesetzt mit meinem kleinen Büchchen und habe Gott gefragt, Gott, ich sehe da Dinge in meinem Leben, die passen nicht, die sehen nicht nach Leben aus. Wo kommt das her? Ich habe es überschrieben, Roots and Fruits. Im Englischen reimt sich das, fand ich witzig. Und dann hat Gott einfach nur gesagt, Rejection, diese Lüge der Ablehnung. Das ist die Kreativität des Heiligen Geistes, die unsere Beziehungen transformieren kann. Und dann wurde es auch noch ein bisschen verrückt. Dann ging es weiter beim Einkaufen. Und ich erzähle jetzt nur eine Story von denen. Ich war einkaufen und ich habe den Eindruck, Gott sagt, kauf eine Mango. Ich weiß nicht, wie oft Gott zu euch spricht beim Einkaufen, was ihr kaufen sollt. Ich war es damals noch nicht so krass gewohnt. Und ich habe auch wieder, wie beim ersten Mal, eigentlich noch nicht wirklich gepeilt, worauf das rausläuft. Und dieser besagten Person, mit der es einfach so ein bisschen schwierig war in der Zeit, habe ich die mitgebracht. Und ich habe die der gegeben. Und ich fand es ein bisschen komisch. Aber Gott weiß, was er tut. Gott kennt uns und Gott kennt die Menschen um uns herum. Er kennt die Menschen und die Beziehungen um dich herum. Und dann habe ich verstanden, die Person liebt Mangos. Es ist ihre Lieblingsfrucht. Und noch dazu spricht es sie ganz persönlich ihre Liebessprache an, wenn jemand einen Dienst für sie verrichtet, wenn jemand für sie einkaufen geht. Und das ist so eine Kleinigkeit. Aber trotzdem ist es für mich
ein Feuerwerk an Kreativität. So habe ich Bock, meine Beziehungen zu gestalten. Und ich bin noch lange nicht da. Ich darf auch in dieser Sensibilität für den Heiligen Geist im Alltag noch wachsen. Aber ich möchte uns heute herausfordern, das zu tun. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass Gott gesagt hat, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass er heute was Konkretes machen will. Dass er heute Mauern einreißen will. In Beziehungen. Mauern, die Beziehung hindern. Und zwar in meinem und in deinem Leben möchte er das heute tun. Und das ist was ganz Konkretes. Und deshalb möchte ich dich einladen, da auch ganz konkret drauf zu reagieren. Ich möchte dich zu zwei Dingen ermutigen. Nämlich Gott zu fragen, ganz simpel, hey, an welcher Grundlage meines Lebens möchtest du heute arbeiten? Ist vielleicht ein bisschen scary, weil Grundlagen sitzen tief. Da müssen wir richtig ranpacken. Und da sind wir auch nicht in einer Woche fertig. Aber ich lade dich ein, das Angebot von Gott wahrzunehmen, dass er mit dir daran arbeiten möchte, dass er deine Beziehungen revolutionieren möchte. Und zweitens, nimm du doch selbst Gottes Kreativität in deinem Alltag in Anspruch. Er ist da. Denk an diesen Chefkoch. Denk an diesen Kerl, der es richtig drauf hat und der richtig Bock hat, mit dir zu kochen jeden Tag. Und nimm den mit rein. Nimm den mit hinein in deine Beziehungen. Nimm den mit hinein in deine Küche. Und erleb seine Kreativität. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast für Beziehung. Dass du uns geschaffen hast für Beziehung mit dir, Gott, und für Beziehung mit Menschen. Ich möchte dafür danken, dass du uns besser kennst, als uns sonst irgendjemand kennt. Und ja, ich danke dir dafür, dass du dich als Gott offenbarst, der mit uns sein möchte, der mit uns gestalten möchte. Ich möchte dich einladen, Gott, dass du ja durch deinen guten Heiligen Geist heute und in dieser kommenden Zeit zu jedem Einzelnen von uns sprichst und uns zeigst und uns lehrst, wie wir an unseren Grundlagen arbeiten können, wie wir ein stabiles Fundament bauen können, wie unsere Beziehungen gelingen können. Wir wollen sagen, Gott, dass ja, wir lieben dich und wir brauchen dich. Wir wollen von dir lernen und wir wollen deine Kreativität im Alltag erleben. Wir wollen dich erleben. In Jesu Namen. Amen.